Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wir haben das letzte Mal den zweiten Tempel abgeschlossen und werden uns jetzt zum dritten begeben. Und der wäre da oben. Okay, dann müssen wir erstmal... Ich weiß es nicht, was wir müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine zu wissen, dass... Nein. Du erstmal sterben. Und du erstmal sterben. So, dann dann rennen wir gegen diesen Baum. Wie viele Elfen haben wir noch? Eine. Das ist kläglich. Okay, fangen die und dann irgendwie müssen wir uns auf den Weg da zum dritten Tempel begeben und du blöder Affe, bleibst von mir weg. Entschuldigung, Affe. Das war nicht nett. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, denn wir brauchen Elfen. Noch zwei Stück, mindestens. Wenn wir nicht total rumfailen. Also zumindest ich. Ihr seid ja nur die Zuschauer. Vielleicht brauchen wir ja auch nur eine. Möglicherweise. Ja, es könnte sein, dass es nur eine ist. Ah ne, wir haben ja schon das Ding ausgerüstet. Komm her. Ja, okay, wir brauchen doch zwei. Okay, und dann probieren wir mal wenigstens zu dem dritten Tempel zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn abschließen werde heute noch. Man weiß es nicht. Blub, blub, blub. Wir könnten ja auch eigentlich... Also ich könnte zumindest mal durchrennen, anstatt... So, blub. Und da ist sie drin. Drin, bitte. Hallo? Egal. Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ja, ich hab sie. Ja. Okay. Jetzt können wir uns auf den Weg machen. Jetzt haben wir alles. Wir sind topfit, wir sind gerüstet, wir sind einfach nur noch super. Wir gehen einfach mal hier hoch und schauen mal, was es hier so gibt. Ich denke nämlich, möglicherweise, ja, genau das, dass man hier mit dem Enterhaken das kann. Ja, so geht das. Darf ich mal durch? Danke. Mal schauen. Hier ist kein Loch, okay. Na, schade. Keiner erwacht zum Leben. Ah, Biene! 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 Bam! Bam! Das war... Ah, doch, ging. Lag. Okay, mal kurz... So, wieder da, denn wegen Lag könnte möglicherweise ein... ein Asynchronitätsfehler kommen. Und das wollen wir doch nicht. Bombe brauchen wir jetzt im Moment eigentlich eher nicht, aber ich habe eine Idee. Wir gehen trotzdem mal hier lang. Und gehen mal hier hoch. Und... jetzt werden wir in die Lichtwelt reisen und da. Was könnte es hier geben? Herz, 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 Herz. Ich frage mich es immer noch. Ich frage mich, was es gibt. Ich frage mich, was es gibt. Es gibt ein Herzteil. Ein Herzteil. Und wie lange nehme ich schon auf? Erst 5 Minuten, okay. Gut. Und wieder in die Schattenwelt. Ja, heute habe ich mir mal einen Wecker gestellt, sozusagen. Nee, kein Wecker, ich habe eine Uhr neben mir stehen. So. So.
So, dann gehen wir mal hier, bumm, hier durch. Oder war das? Ach, egal. Wir töten einfach wild durch die Gegend. Ah! Nicht, wir vögeln wild durch die Gegend, wir töten wild durch die Gegend. Ist ja auch mal eine Sache, eine tolle. Schupi-dupi. So, und dann gehen wir mal hier in das Dorf. Das ist sehr belebt, wie man sieht. Von Geistern. Und, ja. Ach, was bist du denn für einer? Ah! Hör auf, mich zu belästigen! Was gibt's hier? Ach ja, hier können wir mal ein bisschen Geld verzocken. Kleines Spielchen. Ja! Ich bin sowieso ein voller Freak, wenn es darum geht. Ich will dies. Nein. Ich will das. Oh, Mann, oh. Will nochmal. So. Ich will. Ja, ich versuch's. Herzl! Rubin! Okay, hat sich gelohnt. Also der Rubin. Hat sich gelohnt. Nicht das Herzteil. Und von dem hier sollte man sich möglichst entfernen, denn der ist ein böser, böser Dieb. Und der hat nichts Gutes im Sinn. Genauso wie diese toten Hühner. Ah. Nein, ich mach mal nicht weiter, denn ich denke, jeder Zelda-Spieler weiß, was dann passiert. Oh, muss ich eine Bombe aufwenden dafür auch noch? Habe ich mein Mikrofon überhaupt an? Ja, gut. Das wär's ja mal. So. Totenkopf wegwerfen. 300 Rubine, okay. Das finde ich nett. Sehr, sehr nett. Boah. Boah. Wir haben fast voll. Ah, Geist. Davon gehen wir mal weg. Was bist du denn für einer? Puh, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keine normalen Menschen mehr gesehen. Lass uns ein wenig plaudern. Da steht doch mitten im Dorf eine Drachenstatue, nicht wahr? Die Leute behaupten, sie können unter der Statue ein Mädchen nach um Hilfe rufen hören. Eine merkwürdige Sache, oder? Jo, dann gehen wir... Nein, da gehen wir nicht lang, denn wir können da noch nicht lang. Ich tue mal mein Mikrofon ein bisschen weg. Ah, da können wir rein. Nee, da gehen wir doch nicht rein. Lohnt sich nicht. Toll. Ah, gut. Er hat uns nicht bemerkt. Dann waren wir da drin schon? Nein, waren wir sicher nicht. Ja, nein. Oh, schon wieder eine Mario-Dings. Aber ich wette, da sind wieder nur 300 Rubine drin und die können wir uns aufsparen, ganz eindeutig. Falls wir die jemals brauchen werden. Boah, war das knapp. Bam. Okay. Lass mich durch! Lass mich durch! Bitte lass mich durch! So. Tot. Gut. So, du auch noch. Okay, gut. Ich finde das voll witzig, die Dinger. Hör auf mich zu belästigen! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Da können wir immer noch nicht lang. Oh. Okay, dann gehen wir mal in den dritten Tempel, würde ich mal schätzen. Falls wir dahin kommen. Ja. Ich hoffe mal, dass wir. Da. Okay, gut. Egal. Muss man nicht verstehen, was ich gerade für ein Problem hatte. So, dann sind wir schon gleich im Tempel drin. Ah, er ist gefallen. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur in den Tempel rein.
So, und du musst sterben. Pfeile. Magie. Sollen wir da hingehen? Ja, wir probieren's. Da. Magie brauchen wir nicht. Ist zu riskant. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. So. Hey, hat sich ja gelohnt, da einmal runterfallen und dann das Herz holen. Oh. Ach, der von oben kann gar nicht kommen. Okay, gut. La la la. Jetzt kommt er aber und ist tot. Was ist das denn? Der Kompass. Okay, gehen wir erst hoch oder? Ja, ich hab's schon entschieden. Ich gehe hoch. Hoch und wo sind wir? Eindeutig nicht da, wo ich gerne wäre. Nee. Hier möchte ich nicht so gerne sein im Moment noch. Was? Warum glitzern die? Ah! Geh weg! So kann man sich auch beschäftigen, Mumie. Also wenn... Das würde ich auch den ganzen lebenslangen Tag nur tun. Wenn ich eine Mumie wäre. Einfach immer wieder gegen diese Dinger da laufen. Ah! Bam! Ah! Das war... Da. Lass mich gehen. Ich kaufe nichts. Ah! Oh, vor dieser Hand habe ich immer, wirklich immer Angst. Die kommt immer so plötzlich. Da. Scheiße! Lass mich durch! Nein! Lass mich durch! Ah! Komm, jetzt stelle ich mich einfach. Die Mumien. Hey, die sind ja gar nicht so schwer. Boah, da mache ich mir Sorgen um nix. Guck da, so macht man das. Das ist geschickt gewesen. So. Ah! Oh, ein roter Rubin. Hm. Nett. Teilen. So, du aber jetzt. Und du bist ausgedonnert. Was soll denn das? Was ist das? Ich habe eben eine SMS bekommen, deswegen habe ich mich eben gewundert, was da für ein Geräusch ist. Okay. Hat das jetzt was gebracht? Scheint nicht so. Hm. Kurze Aufnahmepause. So, und schon wieder da. Wir sind hier stehen geblieben. Wir gehen mal hier raus. Denn das ist ja auch noch eine Option. Man kann ja auch rausgehen. So. Dann gehen wir hier lang. Ach, wir gehen hier durchs Gerippe. Ah, da. Du bist böse. Okay. Dann gehen wir hier einfach mal rein, denn der Weg sieht ja vertrauenswürdig aus, oder? Na, kann man nichts verschieben, leider. Ah! Ich bin tot. Aber ich habe zum Glück ja noch Elfen.
So, aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt. Seid ihr tot? 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 Ach, macht keinen Sinn irgendwie gerade. Ich bin, glaube ich, gerade nicht gut in der Fassung dafür. Nee, ich glaube, ich bin nicht so gut. Jetzt im Moment. Nee. Sieht nicht so gut aus für mich. Piu! Ja, ihr könnt mich mal. Nein, ich krieg schon wieder eine SMS. Wenn du bei mir bist, dann bin ich so froh. Wenn du bei mir. Okay, SMS, ja, bekommen, schon wieder. Diesmal habe ich es lauter werden lassen, damit ihr auch mal wisst, was ich so als Klingelton habe. Ich hoffe, man hat's gehört. Wenn nicht, dann schade. So, war ich hier schon mal. Sieht nicht so aus. Nee, hier war ich noch nicht. Ah! Boah, bin ich erschrocken. Da. Ey, komm. Arsch. Oh, Mann, oh. Du bist doof. Da. So, aber jetzt. So. Und was hat mir das jetzt gebracht? Oh nein, dass ich wieder hier bin. In meinem Hassraum überhaupt. Ich hasse diesen Raum. Ich glaube, ich werde es hier beenden und wir sehen uns genau in diesem Raum, denke ich, mal wieder. Wenn ich da einen wieder finde. Wenn nicht, dann sehen wir uns irgendwo hier mitten in dem Wald wieder, wenn ich mich verlaufen habe. Also, tschö, ja. Bye.